Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich hier ein paar Make-up-Neuheiten, aber auch alte Bekannte. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Produkte, die ich euch zeige, bekommt ihr alle bei Lookfantastic. Da könnt ihr mit Claudi Welt auch immer sparen, wenn ihr möchtet. Der Code ist nur für euch. Wenn ihr möchtet, könnt ihr über den Link in der Infobox gehen oder über die einzelnen Links, denn alle Produkte sind verlinkt. Da bekomme ich eine kleine Provision. Aber ich habe hier allerhand liegen. Es sind viele Produkte, die ich mir selber gekauft habe und das ein oder andere, was ich in PR auch zugeschickt bekommen habe. Und wir starten einfach mal. Und zwar habe ich hier den Nude Sticks Primer, Dewy Barrier Hydrating Stick. Ich bin sehr gespannt, wie der so auf meinem Gesicht performen wird. Mein Gesicht ist sehr, sehr feuchtigkeitsbedürftig. Dann schauen wir mal, ob dieser Stick das bieten kann. Also ja, das ist wahrscheinlich auch irgendwie auf einer Ölbasis, die dann halt quasi durch den Wärmeunterschied schmilzt. Und das trägt man sich dann direkt auf. Huch, jetzt mal so ein bisschen. Oha, ja, das ist wirklich so. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil das ist so ein Primer, wenn ich den jetzt auch so verteile, der könnte krümeln, weil es halt wirklich ölig ist. Und wenn du da jetzt irgendwie eine Pflege drunter hast, die vielleicht wasserbasiert ist oder so, dann funktioniert das oft nicht so gut zusammen, ne? Das nur so als kleiner Tipp am Rande. Dafür mache ich ja die Videos, dass ich Produkte mit euch zusammen teste, für euch auch teste und euch dann halt auch so ein paar Ticks habe ich auch, Tipps und Tricks mit an die Hand geben kann. Und Ticks. Also jetzt so hat er sich mit meiner Pflege und meinem Falara ganz gut vertragen, sieht soweit so gut aus. Es fühlt sich recht gut durchfeuchtet an. An der Stirn glänze ich, aber ansonsten, ja, ne, soll ja auch ein bisschen dewy sein, sodass man da noch einen kleinen Glow mitbekommt. Ist ein schönes Produkt. 10 Gramm ist nicht viel, aber du brauchst auch nicht so viel, wenn du es dir aufträgst. Als nächstes habe ich hier diese super gehypte Foundation. Ich bin sehr gespannt, ob sie jetzt mit diesem Primer funktioniert. Hatte sie ja letztens auch schon mal mit einem anderen Primer verwendet. Die Skin Silk Luminous Foundation. Luminous Serum Foundation von Revolution. Ich habe die Farbe F0.5. Und ja, ihr habt auch wirklich bei der Foundation eine richtig große, gute Farbauswahl. Die kommt jetzt hier aufs Gesicht. Die ist auch super für meine Hautuntertongeschichte geeignet, weil die auch so einen leicht rosa Unterton mit dabei hat. Also die ist auch eher in die kühle Richtung. Und ich habe ja einen kühlen, neutralen Hautunterton. Guck mal, mit dem Primer funktioniert die viel, viel besser. Das ist schön. Die hat eine Deckkraft, die so leicht bis medium ist, würde ich sagen. Also es werden schon Rötungen abgedeckt, aber nicht hundertprozentig kaschiert, ne? Also du hast immer noch deine Haut weiterhin am Durchschein. Also so ganz stehe ich persönlich noch nicht hinter dem Hype von der Foundation. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist die beste Foundation, die ich seit Ewigkeiten ausprobiert habe. Einfach, weil sie es nicht ist. Ich finde sie solide. Sie lässt sich schön verteilen. Die ist auch ein bisschen mehr auf der öligen Seite von der Basis her, weswegen sie natürlich auch so richtig schön glowy ist. Muss man wissen, wenn man die mit einem entsprechenden Primer kombiniert. Ich habe jetzt einen ölhaltigen Primer, deswegen funktioniert es super zusammen. Ich müsste die jetzt theoretisch auch gar nicht mit einem Schwämmchen einarbeiten, deswegen mache ich es jetzt auch gar nicht, sondern habe die jetzt einfach mit meinem It Cosmetics Heavenly Luxe Nummer 7 Pinsel eingearbeitet und fühle mich damit wirklich wohl, wie es aussieht. Also das sieht gesund aus, würde ich sagen. Naja, ich sehe ein bisschen geistermäßig aus, aber es sieht gut aus, finde ich. Kommen wir zu einer weiteren neuen Sensation. Naja, ein Produkt, was halt auch total gehypt ist, ist hier von Laura Mercier, der Real Flawless Weightless Perfecting Concealer. Ich habe euch ja letztens auch ein Fullface Laura Mercier gedreht. Kurz danach kam dieser Concealer raus. In der Farbe 1C1 habe ich den hier und der soll halt sehr gut sein. Viele schwärmen ja auch davon und ich trage mir den jetzt hier mal auf. Hier kann ich ja die andere Seite von dem Pinsel nehmen, um den Concealer einzuarbeiten. Das machen ja auch wirklich viele, dass sie das nicht mit einem Schwämmchen machen, sondern halt mit einem Pinsel, um die Deckkraft hier auch ein bisschen höher zu haben. Und der lässt sich wirklich schnell und leicht verblenden. Ist auch, wenn man das so aufgetragen hat, nicht so dunkel, wie man das im ersten Moment vielleicht vermuten würde, weil der hat ja, man sieht es hier auch, ne, auch einen peachy Unterton, natürlich 1C1 und wirkt dadurch etwas dunkler. Ist der aber gar nicht. Und das funktioniert bei meiner Unteraugenpartie oder generell meiner kompletten Augenpartie, da kommt er nämlich auch hin, sehr, sehr gut. Und ich mag diesen Concealer von der Farbe her definitiv. Ob der jetzt hundertprozentig crease-proof ist, das lässt sich dann einfach im Laufe der Zeit noch erkennen. Aber ich finde ihn so jetzt im ersten Step schön.
verträgt sich auch gut mit der Foundation, also da ist jetzt nicht irgendwie eine Krümelei oder manchmal hat man das ja so, ne, dass der Concealer dann quasi zu, ja, crusty aussieht, allein wenn man den nur aufträgt, das ist hier überhaupt nicht der Fall und ja, ich verwende den jetzt auch, um ein bisschen so meine Unebenheiten auch damit abzudecken. Auch da mit dieser Seite. Ich glaube, den Pinsel kriegt ihr sogar bei Look Fantastic. Ich habe mir den mal... Ja, kriegt ihr. Ich habe mir den da nämlich letztens mal bestellt. Da schwärmen so viele von. Maxim schwärmt davon. Und Jenny von Jennys Highlights. Und deswegen musste ich mir den einfach mal nachkaufen. Auch ich werde geinfluenced, Leute. Hart. Oh, da muss man schnell sein. Der Concealer fängt jetzt ja auch schon an zu creasen. Ja, okay. Aber so schaut meine Base aus. Alles etwas beruhigter und etwas geisterhaft. Ich verwende jetzt hier diesen Eye Primer von Anastasia Beverly Hills. Das ist so ein kleiner. Ich meine, dass die 7 ml nicht die Originalgröße sind. Aber ich glaube auch, dass der ständig ausverkauft ist. Also gar nicht so leicht, überhaupt dran zu kommen. Der ist separiert. Möchte ich das noch am Auge verwenden? Nein, der wird jetzt in den Müll kommen. Denn das sollte man sich nicht aufs Auge geben. Nein, 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 nein. Eigentlich ein total, also jetzt nehme ich den aus meinem Project Pen von Essence, ne? Eigentlich ein total super schöner Lidschattenprimer, der auch richtig intensiv pigmentiert ist. Aber wenn ein Produkt Farbe, Konsistenz, Geruch oder so verändert, sollte man hellhörig werden, ne? Da sollte man dann nicht mehr unbedingt das Produkt weiterverwenden, weil das nicht so gut für die Haut sein kann. Auch von Anastasia Beverly Hills habe ich diesen Cream Bronzer in der Farbe Sunkissed und dem wollte ich jetzt einfach nochmal eine Chance geben. Den habe ich schon seit einer Weile in meiner Sammlung. Ich greife da aber nicht zu. Da ich ja sowieso aktuell mega beim Declutter dabei bin, habe ich mir gedacht, okay, dann werde ich den jetzt mal wieder rauskramen. Ja, der hat keinen eigenen Duft oder so, ne? Und meistens haben die dann, ja, dass sie oben etwas hart werden. Aber bei dem geht's eigentlich, weil der hat hier auch noch so eine Folie oder so ein, ja, Plastikvieh mit dabei. Den trage ich mir jetzt auf. Genau, das war nämlich die Sache. Der ist einfach orange-gelb. Der ist einfach nicht in meiner Farbe. Das mag vielleicht bei Leuten, die einen neutralen oder warmen Hautunterton haben, gut aussehen. Aber bei mir sieht das nicht aus. Nee, ne? Nee. Trotzdem mache ich mir natürlich die andere Seite auch, weil wir wollen ja Symmetrie und so. Nee, 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 nee. Ich weiß gar nicht, wie oft ich nee sagen kann. Nee. Revolution hat wirklich allerhand neue Produkte rausgebracht, deswegen werdet ihr auch noch demnächst ein Fullface Revolution sehen. Und zwar habe ich hier den That's Cute Pink Blush, ein Liquid Blush. Ja, Blushbomb. In der gleichen Verpackung wie auch diese Pout Bombs und auch mit dem gleichen Füßchen. Aufgetragen habe ich den aber noch nicht. Da bin ich jetzt wirklich gespannt drauf. Ich gebe mir so ein bisschen was hier auf meinen Handrücken. Arbeite das mit meinem Pinsel ein. Ja, wir haben hier schon also eine intensive Pigmentierung. Huch, gut. Ja, drauf damit. Okay, das funktioniert, ja. Also wenn man den halt vorher ein bisschen in den Handrücken einarbeitet, nicht direkt mit dem Applikator aufs Gesicht gehen, Leute. Dann habt ihr zu viel Produkt drauf, glaubt mir. Da braucht ihr nur ein ganz kleines bisschen in den Pinsel einarbeiten und dann vorsichtig auftragen und dann funktioniert das. Das sieht auch schön aus. Das ist wirklich eine schöne Farbe. Ich bin ja sonst nicht so der ultimative Fan von einem Liquid Blush, aber der sieht sehr, sehr schön, überhaupt nicht fleckig und so, ne? Also den mag ich. Und der trocknet auch jetzt nicht irgendwie matt an oder so. Der ist bei mir wirklich auch auf der Hand noch sehr, sehr glowy. Passt jetzt farblich null zum Bronzer, weil der ist jetzt ja dadurch, dass er pink ist, eher von der kühlen Variante. Und der Bronzer ist wirklich, ja, gelb, orange. Den mag ich. Schön. Ne? Der Concealer creased intensiv. Das muss man wirklich, wirklich wissen, weil man dementsprechend dann natürlich etwas schneller auch abpudern sollte. Hier habe ich von Maybelline das Lasting Fix Loose Setting Powder All Day Matte Finish. Ich glaube nicht, dass ich jetzt matt werden werde durch dieses Puder, weil so viel Glow, wie ich im Gesicht habe, wird dieses Puder nicht ausbalancieren können. Soll es aber auch gar nicht, denn ich mag sehr gerne Dewy. Und ja. Das ist schön fein. So schaut es aus, ne? Dann nehme ich mir jetzt von Giacomo Cosmetics einen Powder Puff, arbeite mir das hier in meine Handinnenfläche ein und gebe mir das dann unter meine Augen und auch auf meine Augen drauf. Wow, doch, das mattiert sehr. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass wenn man das nicht so gerne mag, dass man das nur sehr leicht aufträgt. Heißt, mein komplettes Gesicht werde ich jetzt nur leicht abfluffeln mit diesem Fluffel. Auch das It Cosmetics Heavenly Luxe Nummer 8. Ich glaube, ich habe die beiden mal in einem Set gekauft.
Aber ich habe jetzt durch dieses Puder einen extremen Weichzeichner ins Gesicht bekommen, ne? Das ist ja richtig krass. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wenn ich gleich auch noch Setting Spray verwenden werde und sowieso alles sich mit der Zeit etwas besser miteinander verbindet, dass dann auch wieder der Glow durchkommen wird, ne? Aber so finde ich es ganz süß, mag ich gerne leiden, ist ein schönes Puder. Genau, wir sehen immer noch auch den Blush-Durchschein und auch den Bronzer leicht, dieses Orange, das kriege ich halt nicht gut weg. Deswegen verwende ich jetzt einfach nur einen Highlighter in Puderform. Da habe ich dieses Schätzchen von Clé de Peau, was ich mir gekauft habe, in der Farbe 17 Celestial Sparks. Ich bin sehr froh, dass ich herausgefunden habe, dass dieser extreme Glitzer, den wir hier drin sehen in dem Pfännchen, wirklich nur ein Overspray ist. Ne? Also da, wo ich mit dem Finger schon reingegangen bin, ist es Gott sei Dank weg. Bin ich nämlich nicht so ultimativ Fan von. Ich nehme jetzt hier so einen Pinsel, einfach einen, den ich mal in der Box oder so hatte, habe ein bisschen was aufgegeben und abgeklopft, trage mir den Highlighter jetzt hier erstmal vorsichtig auf, weil ich mich erstmal mit dem Highlighter an sich vertraut machen möchte. Und ist der schön, ne? Sehr subtil. Aber ich hab ihn ja extra erstmal auch ein bisschen leichter aufgetragen. Edel trifft es. Das sollte es bei 100 Euro aber auch. Ich baue den jetzt auch noch mal ein bisschen mehr auf. Edel. Oh ja, ich freue mich. Wirklich. Ja, man sieht auch immer noch feine, grobe Glitzerpigmente, kann man das sagen. Aber sie springen einen nicht so an. Man sieht es halt nur, wenn man wirklich sehr, sehr nah rangeht. Nee, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Leute, das sieht gut aus. Weil dann kann es halt sein, dass ich da einfach noch mit dem Pinsel irgendwo dran gekommen bin, wo noch das Overspray drauf war. Wenn du aber nur dieses Produkt hast, wo du nicht dieses ultra glitzy flitzy Overspray hast, hast du einen wunderschönen, edlen Highlighter. Oh, schön. Gut, dafür braucht man eigentlich nicht Clé de Peau. Aber egal, ich bin trotzdem froh. Und das war ein Reim. Denkt auf jeden Fall, wenn ihr möchtet, an meine Bücher, die es im Pelletier Verlag gibt. Da habe ich ja auch mein Gedichtband Vergangene Verse rausgebracht. Also schön, doch, abgesehen von dem verrückten Bronzer. Dann habe ich hier von MAC einen Augenbrauenstift in der Farbe Thunder Eyebrow Styler. Ja, so schaut er aus und dann bin ich mal sehr gespannt, ob er donnernd auf meine Augenbrauen drauf geht. Ja, wir haben auf der einen Seite einfach einen Spoolie, auf der anderen Seite eine relativ feine Mine zum Hochdrehen. Wir gucken mal. Na, meine, sieht alles sehr, sehr trocken aus, wenn man jetzt gleich auch näher rankommt, Leute, ne? Oh, der ist wirklich schön aschig. Das mag ich ja gerne. Der gibt die Farbe eher leicht ab. Also man muss schon ein paar Mal öfter drüber gehen. Aber du hast es halt nicht so, dass du einmal streichst und zack, musst du aufpassen, dass du es verblendet bekommst. Das ist für mich persönlich super, weil ich habe ja auch relativ zarte Augenbrauen, um das mal so zu nennen. Ein Hint of Tint, ne? Ja, also ich mag es tatsächlich. Man muss sich halt ein bisschen dran gewöhnen und man muss es mögen, dass es dezent ist, weil ansonsten ist es wahrscheinlich einfach für einen zu wenig. Nö, ich finde es tatsächlich jetzt gerade einfach okay, weil ich glaube, der Look wird jetzt auch nicht so super bunt oder so werden. Ich verwende jetzt das Brow Gel von Ayeko in der Farbe Clear und ich habe das eigentlich positiv in Erinnerung. Mal gucken. Haben wir hier einen relativ großen Spoolie, also auf jeden Fall groß für ein Augenbrauengel. Stimmt, das fühlte sich sehr, sehr kühl auf den Augenbrauen an und es braucht auch eine Weile, um runter zu trocknen, aber es wird runter trocknen und dann wird es eigentlich ganz gut halten. Jetzt kommen wir zu einer Lidschattenpalette. Ich habe jetzt keine neue oder so. Die von Too Faced, die habe ich euch schon mal gezeigt, aber ich habe mir gedacht, komm Leute, ne, das können wir jetzt wieder mal machen. Einfach einen simplen Look mit der Palette. Too Faum habe ich hier die Ethereal Eyeshadow and Pressed Pigment Palette mit ihren wunderschönen Schmetterlingen. Ist einfach schön, ne? Ja, von innen ist sie eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Genau, da kann man jetzt auch einen simplen Look mit schminken. Man kann da auch sehr natürlich mit bleiben. Ich glaube, ich mache da einen simplen Look mit, aber keinen leicht, also keinen unauffälligen. Also es wird hier schon in diese Türkis-Richtung gehen, einfach weil ich die beiden Töne hier sehr gerne drin mag. Dann starte ich die Geschichte einfach hier auch mit dem Türkiston, den ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Der ist etwas dezenter und eher in die pastellige Richtung, aber es ist ein schöner Ton. Nach außen hin verdunkle ich mir das mit diesem Ton hier, was auch einer der großen Töne hier drin ist. Wir haben ja einmal so einen Setting-Ton hier am Start und dann auch diesen klassischen Transition-Shade. Ja, Ton doppelt gemoppelt. Genau, und den setze ich mir dann einfach hier außen dran, um das Ganze
zu verdunkeln und mir einen kleinen Schatten zu basteln. Ich ziehe den auch ein bisschen mit in die Lidfalte, damit man da halt auch noch eine leichte Verdunklung bekommt, aber nichts Wildes. Die Töne verbinden sich nicht hundertprozentig. Das sieht einfach nur aus, als wäre es dann hier außen etwas schmutziger einfach. Und wenn man sich den an den unteren Wimpernkranz setzt, hat man dadurch halt noch eine schöne Verbindung, weil sich das ja auch farblich quasi widerspiegelt. Auch wenn der Ton ja quasi in das Türkis mit reingeblendet ist, ist es ja trotzdem irgendwie, ne, eine Farbe. Ja, jetzt nehme ich mir diesen Türkiston auf mit Schimmer. Das ist eigentlich eher ein Topper. Der hat gar nicht so super viel eigenes Pigment mit am Start. Aber ich finde den wundervoll. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht einen Hartpender macht, ne? Weil der schon sehr, sehr, wie soll ich das sagen, seidig ist, ne? Und solche Töne machen halt gerne mal einen Hartpen. Den setze ich mir einfach komplett auf mein bewegliches Lid drauf. Und wenn man den halt wirklich über das Türkis von dem aus der Palette drüber macht, hat er damit ja eine Base bekommen und sieht irre schön aus. Und das sieht sehr foliert aus, sehr nass. Und das mag ich, ne? Also das ist halt auch etwas, was ich an dieser Palette sehr gerne mag, weil ansonsten finde ich die Palette jetzt nicht so super besonders. Jetzt noch ein bisschen was von dem Highlighter in den Innenwinkel. Und fertig ist der wirklich mystische Augenlook. Bin jetzt irgendwie nicht so ultimativ Fan von diesem, ja, leicht matschigen, wie das aussieht. Aber ich finde schon in Kombination sieht es gar nicht so verkehrt aus, ne? Ich verwende jetzt einen Eyeliner. Da habe ich den Better Than Sex Eyeliner von Too Faced. Das ist dieser hier. Und wir haben hier eine meiner Lieblingsspitzen. Ja, denn das ist so ein kleines Pinselchen und das mag ich sehr, sehr gerne. Das malt einfach sehr, sehr gut bei mir. Ich komme damit sehr gut in meinen Innenwinkel rein und ja, komme damit einfach gut zurecht. Fixieren wir das Ganze einfach mal mit einem neuen Setting Spray. Und da sind wir halt bei der Geschichte, ne? Ich denke, dass wenn ich das jetzt anwenden werde, dass alles sich noch ein bisschen besser miteinander verbindet. Auch wenn ich finde, dass meine Base jetzt eigentlich auch recht gut aussieht. Bei Terry, Hyaluronic Glow Setting Mist. Da haben wir 8 verschiedene Hyaluronsäure-Typen drin, 100 ml sind hier drin. Ich weiß nicht, ob es das wert ist, dass man so viel Geld für ein Setting Spray ausgibt. Gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Hier ist auch irgendwie von dieser Camellia Japonica Blume was drin und Fresh Biome, also Probiotika und Ceramide. Keine Ahnung. Wir schauen jetzt einfach mal. Wenn das jetzt richtig gut auf dem Gesicht wird, toller Sprühkopf und so weiter, dann ist es eine feine Sache. Wir schauen mal. Das ist jetzt nicht der beste Sprühkopf der Nation, muss ich sagen. Wir haben hier auch erstaunlicher und erfreulicherweise nicht diesen klassischen Rosenduft am Start. Das ist auch ganz interessant. Das ist sehr neutral eigentlich vom Duft her. Ja, ist solide, aber muss ich so viel Geld für ein Setting Spray ausgeben? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es wirklich nicht. Klar, wenn du auch noch pflegende Inhaltsstoffe hier mit dabei hast, gerade Ceramide, die sind relativ teuer, ist das schön und gut. Muss man selber wissen, ne? Ja, ich finde es jetzt schön, dass ich es da habe. Ich werde es mit Freude immer wieder verwenden, weil es sich jetzt auch toll auf dem Gesicht anfühlt. Und ich finde auch ein schönes Finish gegeben hat, weil sich jetzt alles ein bisschen mehr miteinander verbunden hat. Ja, aber es ist schon sehr teuer. Nun, ich biege mir jetzt meine Wimpern, denn gleich kommen wir zu einer total fancy neuen Mascara, wo ich auch sehr, sehr gespannt drauf bin, wie die so in der Anwendung sein wird. Beziehungsweise vom Ergebnis her, das ist ja eigentlich das Wichtige. Wir sind schon wieder bei Revolution. Wispify False Lash Mascara. Das ist diese hier. Ich trauere der 5D Lash Power Mascara noch etwas hinterher. Die haben sie nämlich echt gut hingekriegt. Die hat ein tolles Ergebnis gemacht. Die hier ist abgefahren. Ich weiß nicht, wie Menschen mit kleinen Augen die auftragen sollen. Nun, die hat eine sehr, sehr große, bauschige Faserbürste. Und gerade so oben in der Spitze sieht man, die hat gar keine Spitze. Die riecht auch wirklich nach Mascara. Ne? Also die ist jetzt nicht geruchsneutral. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Kann man machen, muss man nicht. Also es ist tatsächlich eine schöne Mascara, gar keine Frage, weil die auch die Wimpern schön trennt und verlängert und die macht auch wirklich eine schöne Betonung von den Wimpern. Aber ihr wisst, ich persönlich mag es halt noch mehr Wabawum. Das ist halt mehr so meins. Das hier ist eine Mascara, die ich kombinieren würde. Das Bürstchen wird gar nicht irgendwie vermuten lassen, dass sie so ein Ergebnis macht, finde ich persönlich.
Das Bürstchen würde mich persönlich erstmal vermuten lassen, dass die Wawawum-Wimpern in meinen Wimpernaugen machen würde, auf meinen Wimpern machen würde. Also quasi, dass sie noch ein bisschen mehr machen würde. Macht sie aber nicht. Ich finde sie eigentlich dafür, für das, was sie im ersten Moment verspricht, doch eher dezent. Und das ist jetzt so böse, ne? Irgendwie. Nein, also ich würde die wahrscheinlich eher kombinieren mit einer Mascara, die vielleicht intensivere Wimpern macht, wie zum Beispiel die L'Oreal Panorama oder die MAC Stack Mascara, und die halt damit kombinieren, oder die Nabla Visions natürlich, ne? Und diese Mascara würde dann die Wimpern trennen, auffächern, und die anderen würden halt dafür sorgen, dass ordentlich viel Produkt auch drauf kommt und die Wimpern ordentlich betont werden. Passend zu diesem doch eher zurückhaltenden Look habe ich jetzt auch ein Lippenprodukt, und zwar ist das von Max Factor 2000 Calorie Lip Glaze in der Farbnuance 050 Guava Flair. Das ist halt einfach so eine Farbe, die ich persönlich total feier bei so Lipglosses und so, ne? Und das wird wahrscheinlich einfach so ein bisschen mein Lips but Better sein und mir einfach sehr gut gefallen, weil ich stehe auf sowas. Fühlt sich auch sehr, sehr angenehm an, ne? Ist auch sehr zurückhaltend. Ich mag den. Also kann man sich definitiv anschauen. Das Füßchen ist sehr groß. Das heißt, da hast du auch ein ordentliches Reservoir. Und mag ich sehr gerne. Ist wirklich sehr, sehr hübsch. Und apropos sehr, sehr hübsch. Narciso Rodriguez hat mit Musk Noir ein neues Parfum rausgebracht. Bin gespannt, wie das so... Nee, Musk Nude, nicht Musk Noir. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt so auf mir drauf riechen wird. Ich habe noch kein Parfum heute aufgetragen. Und ja, jetzt sprühe ich das einfach erstmal hier so hin. Oh, da kommt aber viel raus. Da muss man aufpassen, ne? Oh, das riecht gut. Man soll das nicht machen, dass man das so zusammendrückt, ne? Aber ich mache das immer. Sehr sanft. Sehr, sehr sanft. Wie ein Frühlingshauch. Und das passt natürlich, ne? Weil jetzt ja auch bald Frühling kommt. Ich finde, das riecht unfassbar gut. Riecht sehr edel, aber jetzt nicht so, dass du... Also, das riecht nicht nach einem Duft, dass wenn du irgendwo an jemandem vorbeigehst, dass dieser Mensch denkt, boah, wow, was ist das für ein Duft? Nee, das ist ein schöner Duft, auf jeden Fall, aber jetzt nicht so super besonders. Ich finde, der hat was leicht Pfeffriges auch mit dabei. Aber ich mag den Duft. Also das ist so ein Frühlingsduft. Ich fühle mich wohl. Ich möchte über eine Wiese tanzen und freue mich darüber. Nee, das ist ein schöner, ne, blumiger Duft. Den mag ich persönlich gerne. Aber es ist jetzt nicht so einer, der mich aus den Socken haut, wie zum Beispiel dieser Burberry Goddess. Als ich den das erste Mal gerochen habe, war ich ja hin und weg. Das hier ist halt einer, ja, ist schön. Hätte jetzt nicht gedacht, dass es ein neuer Duft ist, weil man den doch irgendwie kennt, in Anführungsstrichen. Ihr Lieben, das ist jetzt einfach mal mein Fullface mit neuen Produkten. Ein paar, die ich auch schon vorher kannte, aber... Oder da hatte, aber trotzdem finde ich, dass der Look schön geworden ist. Ich finde auch, dass meine Base klasse aussieht, abgesehen von diesem Gelb-Orange, was ich hier habe. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Produkten in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Und wie gesagt, alles ist in der Infobox verlinkt, alles bekommt ihr bei Lookfantastic und auf alles könnt ihr mit Claudi Welt auch ordentlich sparen. Das ist der maximale Rabatt, den es für die Produkte gibt. Ihr Lieben, ja, das wäre es gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.